Mehr als 100 Millionen Menschen wurden von der UN im Jahr 2022 als Flüchtlinge eingestuft, vertrieben von Kriegen, Konflikten, Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen. Und die Schätzungen für 2023 sprechen von gut 17 Millionen Menschen mehr, auch wegen dem Konflikt im Sudan, den UN-Generalsekretär Antonio Guterres als dramatisch beschreibt. Er prangert ein Scheitern der Weltgemeinschaft beim Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten an. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert, die Kriegsregeln zum Schutz von Zivilisten in Kampfgebieten einzuhalten und appelliert an die Mitgliedstaaten, Einfluss auf die Kriegsparteien zu nehmen. Last November, states adopted a political declaration to protect civilians by restricting or refraining from the use of explosive weapons in populated areas. I urge all states to join and turn the declaration into meaningful action. And in December, the Security Council adopted Resolution 2664, which aims to prevent United Nations sanctions from arming civilians and obstructing humanitarian action. I urge all states to implement it and to exclude humanitarian and medical activities from their own counterterrorism and sanctions measures. Global betrachtet seien erschreckende 94% der Kriegsopfer in besiedelten Gebieten Zivilpersonen, so Guterres. Die UN diskutiert nun Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Resolution gegen den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe.